Willkommen zu den Breaking News dieser Woche. Vor 2 Tagen wurde die Hauptstadtbank ausgeraubt. Es wurden 2 Personen von der Überwachungskamera aufgenommen. Eine Person war ungefähr 1,30 Meter groß. Er hatte blonde Haare, braune Augen und ein T-Shirt mit einem Totenkopf. Der Fahrer des Fluchtwagens hat einen schwarzen Helm auf und ein blaues T-Shirt an. Eine Person wurde von der Polizei gefangen. Der Fahrer wurde noch nicht gefasst. Das Auto war ein roter VW EG. Die Bank schätzt den Schaden auf 10 Millionen US-Dollar. Jetzt im Anschluss kommen noch die neuesten Radiohits. Den Film vom zweiten Teil Harry Potter. Ja, der war mega cool. Geil. Ich feiere diese Schlange, die Basilisk oder. Ja, der Phönix, der die Augen ausgestochen hat. Das ist der erste, der den Fantasy Star Wars Film gemacht hat. Hermine war richtig scheiße drauf. Ist ja. Sie überhaupt nicht? Der liegt hier! Oh nein! Ich glaube, er ist tot. Ich rufe mal schnell Notarzt. Hallo, wir sind hier im Eichelpark. Ihr müsst ganz schnell kommen am Osteingang. Hier liegt eine Leiche. Ja. Schnell! Hat die Leiche irgendwas bei sich? Könntest du nachgucken? Irgendwas. Brieftasche. Hier ist ein Ausweis mit einer Adresse. Okay, gut. Wollen wir den Fall ermitteln? Lass die Adresse herausfinden. Ich weiß, wo das ist. Oh, gut. Guck mal, da kommt schon der Krankenwagen. Da können wir gleich zu der Adresse gehen. Okay. Warum ist die Tür hier aufgebrochen? Recht stark. Sollen wir da wirklich reingehen? Weiß nicht. Lass machen. Mal nachschauen. Hallo, ist hier jemand? Hallo? Nee, sieht nicht so aus. Was ist denn hier passiert? Irgendjemand hat hier irgendwas gesucht. Mhm. Sieht nicht lange. Sieht nicht so aus, als wäre es so lange. Ja, nicht. Die Person kann nicht halt drehen. In dem Augen ist ein Schlimmer. Was steht hier? Das gehört. Wir müssen uns verstecken, da nicht. Thank you.
Wir haben eine Leiche im Eichewald gefunden und da haben wir halt den Ausweis gefunden und da stand die Adresse und dann sind wir halt zu der Adresse gegangen, haben uns dort umgeguckt und dann war halt da so ein Mann und der hat uns überwältigt. Okay, wisst ihr schon, wer der Mann ist? Nein, okay, also dann sieht er ehrlich aus wie die Leiche. Ja genau, das ist nämlich sein Zwilling, also das ist der Zwillingsbruder von der Leiche. Und wie ihr vielleicht wisst, saß der auch im Gefängnis. Wegen Banküberfall. Ja, aber der euch überwältigt hat, war der zu Unrecht im Gefängnis saß. Ah. Und deswegen hat er auch seinen Bruder überwältigt, weil er sich halt rächen wollte. Und jetzt hat er im Haus das Geld gesucht und weil ihr ihn halt gestört habt, euch dann überwältigt. Ah, okay. Dann ruh dich noch aus, weißt du, wo deine Freunde sind? Ja, ich glaube im zweiten Abteil. Okay, danke schön. Gute Besserung. Danke.